Eine Form soll gerne das Format anschneiden, also nicht genau im Format platziert werden. Jetzt legst du die Schablone auf deine Grundierung und streichst mit dem Pinsel von der Schablone weg mit dem Grauton auf deine rote Untermalung. Also immer von der Richtung her, von der Schablone beginnen und dann von dort aus von der Schablone weg auf das Malformat streichen im Pinsel. So, und kurz darauf kannst du die Schablone wegziehen und siehst, dass wir jetzt eine sehr spannende Kontur erreicht haben, die also indirekt durch den Schablonenrand entsteht und die rote Untermalung schimmert jetzt sehr schön spannend durch. Ganz nebenbei ergibt sich ein sehr interessanter Farbkontrast, das wirst du merken, wenn man mit so einem neutralen Grauton arbeitet.